Hallihallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einer Folge zu Pokémon Revolution Online. Wenn euch das Video gefällt, lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Ich glaube übrigens bei diesem Spiel ist auch ein EP-Teiler aktiv, weil mein Radfratz hat XP bekommen, obwohl es gar nicht teilgenommen hat. Okay, mein Pidgeot hat keine XP bekommen. Ich meine nicht, dass ich es auf Level 4 gefangen habe. Ich meine, ich habe es auf Level 3 gefangen. Ich gehe jetzt nochmal. Obwohl, gehe ich nochmal da unten in den Boy kämpfen? Macht, glaube ich, nicht. Hey, you can come here a second. No. Ich gehe jetzt auch mal in die Pokémon-Schule. Die brauchen aber auch so lange, bis sie mit einem reden, ne? Ich komme rein, er geht. War unten irgendwas? Ja, da war der Jackson. Oh, Michael Jackson? Nein. Da ist Jackson. Du! Jetzt folgst du mir! Ich hab nie im Leben 17 Def. Ja, ich will ihn das Licht klauen. Oh, Evoli. Ach, verdammt, es ist ja Level 6. Rutenschlag. Ich glaube, den Kampf verliere ich diesmal. Growl. Schwächen wir erstmal seinen Angriff. Nein! Ich muss erst trainieren. Aber ich habe hier noch die Möglichkeit Surrender. Das konnte man früher nicht. Der Boy krittet mich einfach, als ob. Ich muss erst meine Pokémons trainieren. Da muss man einfach mitsingen. Wie lange braucht er jetzt, bis ich endlich mal mit der rede? Oh, schon wieder rausgeflogen. Ne? Alter, diese Server hier sind ja so instabil. Das war ein Crit? Als ob ich nur so wenig Schaden mache. Dass die Server von diesem Spiel so instabil sind. So, jetzt habe ich es endlich mal rausgeschafft. Nach gefühlt einem halben Jahr. So, der müsste jetzt auf minus 6 Angriff sein. Wieso macht er immer noch so viel Schaden auf minus 6? Ich erstmal Item da oben sammeln. Und ich verfehle den Kratzer, Alter, als ob. Die Map ist auf jeden Fall viel größer als das alte Pokémon. Es hat sich auf jeden Fall an die erste Generation hier halt orientiert, aber es ist definitiv eine andere Map. Wo man nicht lang kann. Nächste Potion. So, ich fange mir jetzt erstmal ein paar Nidorans. Einmal ein männlich, einmal ein weiblich wegen Nidoking und Nidoqueen. Oder ich fange mir ein Dodo. Was will ich mit diesem flugunfähigen Vogel? Naja, Dodo kann fliegen, Alter. Los, Taubsi. Tackle ist weg. Guck dir das Ding an, es hat keine Flügel. Es kann aber fliegen. Oh mein Gott. Das ist ein Rennvogel. Es kann aber fliegen erlernen. Es ergibt aber keinen Sinn. Ja, das ist richtig, aber es kann fliegen erlernen. Auf jeden Fall habe ich ihn. Ich habe ein Pokémon mehr. Maybe I should just continue my travel. Continue. Jo, dann tschüss, Dude. Und direkt finde ich ein stärkeres Dodo. Ein stärkeres Dodo, meine ich. Ein Level 6er, dafür werfe ich den Level 3er weg. Ich komme nicht aus der Schule raus. Mein Pokémon ist wieder mal am Abnippeln.
Du findest mich in der Ebene zwischen Mr. Carprator. Ah, danke. Endlich bin ich aus der Schule rausgekommen. Wenn du so, links rausgehst, irgendwo in der Nähe von Mr. Carprator bin ich. Ich gehe jetzt erstmal meine Pokémon heilen. Das mache ich zuallererst. Warum willst du die Pokémon verteilen? Weiß ich nicht. Es klappt jetzt doch nicht. Jetzt oder es klappt doch. Oh, mein armes Shiggy. Bist du hier nach links gegangen oder wo bist du lang gegangen? Ich bin nach links und ich stehe halt bei Mr. Carprador. Ich nenne ihn so, weil ich sein Gesicht sehe. Nee, warte, das ist ein Barschwar. Oh, da ist ein Tutor. Komm ich da? Nee, da komme ich glaube ich nicht hin. Try mal. Du siehst ihn? Ja! Warte, wir stellen uns gleich einmal rechts und links von ihm hin, okay? Ich will mein Thumbnail. Ja, natürlich kriege ich die Poison ab. Fucking Giftdorn. Ich will dieses Habitak. Und mein Shiggy ist K.O. Ja! Los, mein Dodo-Vogel! Los geht's, Pidgey! Quicketick! Ich muss vor allem meinen Pidgeys. Pidgey hat ein Death plus Wesens Speed minus. Das ist, ich hab's nicht getötet! So schön. Na, warum krieg ich die ganze Zeit die Poison rein beim ersten physischen Angriff? Guck mal! Ach schade, der guckt halt jetzt nicht mehr nach vorne. Ich muss zur Stadt zurück, ich habe mein Shiggy umgebracht. Ich brauche Pokés. Da ist es. Los, Rotenschlag. Und dann schnell Pokémon wechseln. Mein Vogel hat nämlich mehr ausgehalten. You can't, ja. Als ob ich meinen Pokémon keinen Spitznamen geben kann. Wie kacke ist denn das? Kannst du jetzt nochmal hier rüberkommen? Für Mr. Barschwar? Bin auf dem Weg. Ob es jetzt klappen würde, wenn ich im Pokéball... Ach komm, wer nicht versucht, der nicht gewinnt. Du bist gerade gesprintet, ich hab's genau gesehen. Erklär mir wie. Wer, ich? Ich war zwar im Kampf, aber ich konnte es sehen. Ich bin nicht gesprintet, nö. Irgendwer ist doch gerade da davon geflitzt. So, kannst du dich immer dazustellen? Während ich meine Pokémons hier... Ich bin so gewöhnt, auf Escape hier irgendwas zu haben. Da ist er. Einfach nach unten gucken. Gehen wir nach oben und wieder nach unten. Dann guckt er bei mir vielleicht auch nach unten. Oh, ich bin jetzt in Pokémon gerannt. Ein Schritt und ich renne in Pokémon. Geil! Die ganze Zeit nicht, dann renne ich einfach nach oben und ich renne in Pokémon rein. Oh Gott, macht Quick Attack viel Schaden. Warum macht das so viel Damage? Weiß nicht. Ich habe damit gerade eben auch aus Versehen eins umgebracht. Komm! Ich frage mich, wie wir hier halt zusammen in einen Kampf. Boah. Oh Gott! Hat dieses Spiel alle Regionen? Ich glaube ein Teil, ich glaube drei Regionen oder so. Johto und Kanto. Ja, dann hat es vier Regionen, nicht, halt das, aber das sind nicht alle. Und diese Inseln sind da. Sevi Islands. Ich wollte gerne einen Pokéball werfen, fuck.
Ich wollte gar keinen Pokéball fangen. Ich wollte Ratzfatz nicht fangen. Ich hab schon eins. Ich sammle einfach. So. Jetzt habe ich auch schon meinen Thumbnail. Mr. Barsch. Ich muss jetzt aber mal eben schon wieder heilen gehen. Warum nehmen die Pokémon hier so viel Schaden? Vor allem irgendwie nur meine, jetzt geht das nicht. Das Gefühl kenne ich. Mein Shiggy! Mit einem Schlag schon wieder im roten Bereich. Na, das ist hart. Hier liegt ein Item. Ich komme hier nicht durch, ernsthaft! Habitag! Oh, ich brauch schneller. Da ist ein Raupi. Hallo Raupi. Habitag war einfach mal instant K.O. Was ist hier oben? Oh, da ist ein Item! Warum sind denn die Pokémon so OP? You found a Pokéball. Die one-hitten einfach. Ich verstehe es auch nicht. Mein Dodo war leiser, langsamer als sein Dodo. Ich bin froh, wenn Shiggy jetzt ein Level abkriegt. Bitte. Yes, hier mein Pokémon, please. Mein Radfratz stirbt. Ich habe nur noch Shiggy. Also ein Dodo hat gerade drei von meinen Pokémons einmal in Alleingang ausgelöscht. Warum sind die so OP? Es hat alle meine Pokémons im Alleingang umgenietet. Ja, ich verstehe es auch nicht, warum die Pokémon hier so stark sind. Das macht keinen Sinn. Also da müssen wir ja auf jeden Fall erstmal trainieren. Oh ja. Erstmal alle Pokémon jetzt auf Level 16 bringen, bevor wir überhaupt Rocko herausfordern. Ich bin hier oben. Ich laufe über die Brücke. Okay, der Encounter wäre geil, wenn ich nicht schon ein Feuer-Pokémon hätte. Was hast du denn gefunden? Ponita. Ich komme. Und hier ist ein Mirapla, wie süß. Hallo. Tisch, Tisch. Adesh. Nidoran! Na endlich, das wollte ich die ganze Zeit haben. Das ist wenigstens mal nicht OP. Spiro, also Habitak. Habe ich auf Level 7. Skeptisch Methode. Ich habe meinen Taubsi auf Level 7. Ich habe leider noch keinen Taubsi. Step Pack. Oh, das macht weniger Schaden, wie ich erwartet habe. Ich dachte, der tutet aufpassen, mich jetzt. Habitak ist stark. Naja, gegen Glumanda hat das Ding keine Chance. Also mein. Skeptisch Methode. Also meins hat mich fast umgebracht, als ich es fangen wollte. Vielleicht hast du ein schlechtes Wesen auf deinem Pokémon. Kann passieren. Ach, hör auf mit Wesen. Oh Gott, ich hab keine Heil-Items mehr, sehe ich gerade. Haha. Die kosten auch so viel. Ich versuche die mir extra aufzusparen. Weil die halt so viel kosten. Man kriegt kaum Geld. Was willst du von mir? Du rennst die ganze Zeit hinter mir, wo Battle über dir steht. Wenn du noch einen Kampf haben willst. Ja, komm, lass ein Team voll machen und dann können wir nochmal einen Kampf haben. Nee, ich bin gerade am trainieren. Kriegen wir eigentlich auch XP, wenn wir uns gegenseitig umbringen? Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall könnten wir gleich einen fairen Kampf machen, wenn wir hier beide ein Team voll haben. Taubsi hat das Ratzkratz gekrittet. So, ich gehe jetzt mal eben meine Pokémon heilen. Warum fange ich jetzt dieses Level 3 Ratzkratz, wenn ich schon einen Vierer habe? Weiß ich nicht. Vielleicht wird so ein DNT. Vielleicht machst du einen auf Youngster und trainierst nur Radfratz. Wo habe ich das Sonderbonbon jetzt schon wieder her? Hast du das ein Sonderbonbon? Ja, wo habe ich das her? Habe ich das aus dem Kampf bekommen? Ponita! Ponita ist ein guter Encounter für dich. Ah! Hallo, Schwester Joy. Komm, das muss klappen. Ich will es. Ich will es haben und es will zu mir. Es will mich. Na, das glaube ich aber nicht. Mein Chicky stirbt hier schon wieder.
Los, Dodu! Komm! Pick es! Los! Schnabel! Ich hoffe, ein Pokéball reicht jetzt schon. Das wäre ein richtig gutes Pokémon für mein Team. Ist richtig. Ich meine, Nidoking war besser als Nidoqueen, ne? Kommt immer darauf an, wie du spielen willst. Im Physischen ist Nidoking natürlich besser, aber im Speziellen ist Nidoqueen halt besser. Auch wenn man Nidoking auch speziell spielen kann, hat aber die besseren physischen Werte. Laufrad! Ich würde halt gern noch ein männliches fangen. Ich habe das weibliche. Oder einfach das männliche, der andere das weibliche. Hat man halt für beides was. Dodu! Ja, finde ich auch fast die ganze Zeit. Kratz ist weg! Oh, das Glück attackt mich. Das wird wehtun. Ja. Oh, macht das Schaden. Mein Radfratz kann zum Glück auch. Ich mach keinen Schaden gegen Dodo. Ich etwas. Das freehittet mich. Warum sind die Pokémon so stark, ey? Das ist mein Radfratz hat's besiegt, glaube ich. Ja! Radfratz, du bist der Beste! Level 5! Aber warum kriegt man 6 Pokédollar für jeden Kill? Wahrscheinlich habe ich das Sonderbogen echt bei irgendeinem Kampf gewonnen und es gar nicht bemerkt. Leute, wir machen hier jetzt den Cut für heute. Wir müssen beide unsere Pokémon erstmal trainieren. Und dafür werden wir wahrscheinlich Stunden brauchen. Machen wir ein Offscreen. Das machen wir echt Offscreen, die Trainingseinheiten. Weil die Pokémon sind hier viel stärker, als man denkt. Ja. Auf jeden Fall, wenn es euch gefallen hat, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Wenn wir unsere Pokémon alle auf Level 10 haben.